Hallo und herzlich willkommen zurück auf unserem kleinen Minecraft-Server hier mit dem Guardian Souls. Guten Tag! Hallo! Hallo! So, ja, wir haben eine ganz große Neuerung eingeführt. Was? Ja, genau. Hörst du was? Ja, aber sehr leise jetzt. Au. Du hörst es jetzt sehr leise? Dann machen wir die Musik ein bisschen lauter für den Guardian Souls, weil ich kann jetzt mithören. Ja, auf zaubersame Weise. Auf zaubersame Computer-Dinge-Weise. Hörst du es wirklich nicht oder nur wenig? Jetzt ist es besser, aber bitte hör auf zu schießen, ich bin fast tot. Oh, das ist aber schade. Okay, wenn ich mich recht erinnere, wollten wir heute mal... ich habe Sachen im Inventar. Wollten wir heute erstmal wieder so in eine Höhle gehen, ne? Oder hast du eher Bock, direkt weiterzubauen? Ey, der steckt da was im Bein und im Arsch. Ja. Ich bitte dich. Sieht sehr witzig aus, muss ich sagen. Sieht so ein bisschen aus wie so ein... 2 Minuten im Minecraft-Let's Play und das passiert. Ja, sehr gut. Also, Schauen wir nochmal, was wir jetzt zu bauen hätten. Also der Burgfried ist ja jetzt außen fertig. Ja, den kann man erstmal so stehen lassen, auf jeden Fall, bin ich auch der Meinung. Ich denke, eine der nächsten Sachen, die wir machen sollten, wäre dieses Gebäude hier mal in Angriff zu nehmen. Quasi erste richtige Gebäude reinzubauen. Weil ich will ja so eine richtig kuschelige Burg quasi haben. Wo dann vollgebaut ist innen. Und die Mauer an sich ist auch noch nicht wirklich fertig, wenn ich mir das angucke. Ne? Die ist von außen noch ultra hässlich. Oh Mann, jetzt bin ich runtergefallen. Ja. Das ist jetzt wieder ein bisschen lauter, ne? Hier mache ich wieder ein Stückchen leiser. So. Gut. Ah, das funktioniert jetzt alles mit Shortcuts und wird zu dir übertragen und sonst noch was. Ist ja. Tja, da hat sich doch der Urlaub gelohnt, ne? Ja, bin den ganzen Tag auf meinem Arsch gesessen und naja, egal. Wie auf der Arbeit, mir nur den Hintern platt gehockt. Sehr gut, aber wir hüpfen jetzt völlig sinn- und planlos rum, deswegen würde ich sagen, gehen wir doch erstmal in eine Höhle, können da auch ein paar Ressourcen abschlagen, ist mal wieder ein bisschen was anderes und danach würde ich sagen, zimmern wir mal hier mal das erste Gebäude rein, falls wir noch Lust haben. Guck mal, hier drin ist ausgebaut. Den Turm innen ausbauen, in den oberen Stockwerken, der ist auch noch zu machen. Ja, dann so. Mach erst Höhlendinge. Ich mache jetzt erstmal Höhlendinge, was für mich heißt, ich hau hier jeglichen Mist rein, von dem ich denke, wir brauchen ihn nicht. Was so ziemlich alles ist. Oh, ich mache aber hier noch. So eine Shovel nehme ich noch eine mit. Und eine Pickaxe haben wir da. Und da haben wir noch eine Pickaxe. Ich nehme erstmal die kaputte ins Inventar. So, und den Bogen nehme ich auch mal mit. Leitern sind gut. Ein bisschen was zu futtern habe ich. Ein bisschen zu wenig ist es allerdings, muss ich sagen. Ja, ich habe dann doch hier noch O. O? Wir haben noch O? Ja. Und ich muss mir kratzen, so. Oh, ich sollte vielleicht die Kartoffeln in den Kartoffelofen tun. Ja, genau. Wenn ich mir das angucke, ist das Loch hier zum Keller ziemlich gefährlich vor den Öfen. Da müssen wir vielleicht auch nochmal was machen. So, und ich ziehe mal meine Rüstung an. Oh, ich nicht. Ich schon. Da müsste ich jetzt wieder ins andere Haus laufen und das ist... Nope. Naja, also, ich finde schon, dass das wichtig ist und... ich brauche eine Hose. Haben wir da noch Eisen drin? Nicht genügend für eine Hose. 6 Eisen, lang ist für Hosen. Es ist auch gerade im unteren Ofen wird Eisen gemacht. Sind schon 6 Eisenklötze da. Wir sollten halt auch Eisen mitnehmen einfach, ne? Weil könnte hilfreich sein, so Eisen dabei zu haben. Ja, wenn ich eh zum Haus laufen muss, zwecks der Rüstung... Dann, bring mal ein bisschen Eisen mit, genau. Soll ich das mal tun? Ja, ich bitte dich inständig. Oh. Und dann sollten wir uns mal überlegen, wohin wir aufbrechen, um Iron Legends, wunderbar, um mit Dinge zu treiben, Monster zu jagen, welche Höhle wir quasi gehen. Warum habe ich keine Level mehr? Ich bin irgendwo von einem Turm gefallen, oder? Ja, ich habe auch nur 5, weil ich letzte Folge irgendwie am Schluss permanent gestorben bin. Ich erinnere mich. Ging mir ähnlich, glaube ich. Ich baue dabei noch ein paar Pfeile, dann nehme ich mein Dings mit und ich kratze mich am Ohr. Ich hoffe, das hört man in der Aufnahme nicht. So. Moment, nein, das ist nicht schräg, sondern... Hä? Andersrum? Ach, diese Sachen mit diesem Bauen in dem Spiel, ne? So, dann habe ich ein paar Pfeile. Oh, ich habe mir ein neues Computerspiel gekauft. Oh je. Der feine Herr, was ist es denn? Rocket League.
glaube, das habe ich schon mal gehört. Und das ist wirklich ein großer Multiplayer-Spaß, muss man wirklich sagen. Ein großer Spaß für Menschen, die Freunde haben. Oh, man kann auch über Menschen spielen. Hier oben ist noch Brot in der Kiste. Ich habe mich mal bedient. Ja, es ist tatsächlich ziemlich lustig. Also, weißt du ungefähr, worum es geht? Ist das... Das ist so ein... Autofußball. Autofußball. Du fährst ein Auto und... Habe ich jetzt gerade auf ein anderes Spielfeld. Und musst also den Ball ins Tor vom anderen schieben und deins verteidigen. Okay. Autofußball. Und das sind eigentlich die einzigen zwei Regeln und der Rest ist, ja, mehr Regeln vom Fußball gibt's nicht. Okay, dann habe ich das mit was anderem verwechselt. Ich hatte irgendwie so einen kleinen Indie-Shooter auf so einem ganz kleinen Schlag, also wirklich so Tournament-mäßig aufgebauten Feld, was vielleicht so gefühlt 30x30 Meter groß ist, wo man sich da auf verschiedenen Ebenen hin und her hüpft und so. Das hatte ich irgendwie im Gehirn. Nee. So, jetzt bin ich auch in unserem Häuschen, da brennt der Ofen, da hast du gerade Hühnchen gemacht, so wie es aussieht. Ja, das habe ich, ist mir vor die Klinge gelaufen sozusagen. Das Huhn. Ah, hier sind noch mehr Federn. Oh, da ist viel Essen in der Kiste ja sogar. Aber hier ist kein Flint über. Na, ist egal. So, da ist eine Flint kann ich von unten mitbringen. Wenn du ein paar Pfeile mitnehmen willst, dann mach das mal. Dann mach mal aus dem Rest, was hier rumfliegt, noch Pfeile. Weil dann haben wir Pfeile dabei. Wir haben noch 54 Pfeile in der Kiste. Ich habe 58 im Inventar, aber weißt du, Pfeile verbrauchen sich recht schnell. Ja, was soll ich denn da mitbringen? Flint und Feder oder was? Und Flint und Federn, wenn du hast, ja, kannst du Pfeile draus machen. So, verzaubern brauchen wir gerade nichts. Dann nehme ich vielleicht auch mal so ein Bogending. Ah nee, ich nehme keinen Bogen mit. Mhm. Weil ich habe jetzt schon noch zwei Äxte und zwei Schaufeln, also zwei Pickaxes und zwei Schaufeln noch eingeladen. Okay. Und Eisen und Kartoffeln und... Ich nehme mal keine wertvollen Sachen mit. Ich stand gerade von den ganz verzauberten Sachen, aber ich denke den... Ah, ich habe mir ein verzaubertes Schwert mitgenommen. Ja, ein verzaubertes Schwert habe ich auch, aber ich habe gerade an die Diamond Pickaxe gedacht, aber nee. Was soll ich dir jetzt geben? Bäh. Na gut, dann machen wir da mal noch ein paar. Hast du noch was? Au, da ist auch noch Essen. Hm. Dann nehme ich mir mal noch die. Wie heißt das? Tomaten? Potaten nicht. Potanaten? so, das fliegt zurück. Das ist sogar das Crystal. So, mein Freund, dabei. Schau mal, da sind nochmal 64 Pfeile. Achso, vielleicht hätte ich dann doch einen Bogen mitnehmen sollen. Ja, einen Bogen kann man sich notfalls auch noch schnell machen. Meiner ist auch nicht mehr ganz so fit, muss ich sagen, aber ja, Bogen machen Lägen ist ja halt relativ zwei. Einfach, dafür finden wir... Oh, ich habe einen Zauberbogen! Bogensachen finden wir auch alles in der Höhle. Magst du hier eine Schaufel haben? Da. Naja, bewirf mich mal mit den Sachen. So, ja. Ja, also wir könnten... Da, wo ich letztes Mal schon... Hast du jetzt ein bisschen Eisen dabei? Ja, 30. Okay. Perfekt. Da, wo ich das letzte Mal aus Versehen drin war. Ja, das ist ganz aus Versehen passiert. Beim Holzmachen reingefallen bin, sozusagen. Ja, Hopp, führ mich dahin. Wollen wir da nachts jetzt hinlaufen? Moment mal, ich mach mir mal ein paar Fackeln, fällt mir dabei ein. Das ist eine gute Idee. Fackelsche. So. Wieso habe ich denn schon wieder so blöde Seeds hier? Mein Bart juckt, ey. So. Erzähl mir mehr. Ja, wenn es dich wirklich interessiert, gerne. Nein, es interessiert mich alles außer das. Oh. Miep, miep. So. Ich wäre soweit. Noch ist auch ein bisschen hell. Oder wir können einmal schlafen, bevor wir losgehen. Ja, dann schlafen wir doch eine Runde. Ich esse so lange noch einen Huhn. Könnte ich vielleicht... Ups. Dann mache ich noch schnell meine 5 Level zu... Irgendwas? Zu einer verzauberten Axt oder so. Pickaxe meine ich natürlich. Efficiency 2.
Ich weiß nicht, ich lieg schon mal im Bett. Ja, ja. Das sieht ja ähnlich. Ich arbeite hier noch wie verrückt. Hey Mann, ich habe Urlaub. Das stimmt allerdings. So. Ja, Rocket League, das ist wirklich, ich habe es mir am Freitag gekauft, nachdem es um legendäre 2 Euro reduziert war. Mhm. Also auf 12 Euro, dann ist es kostet mal 15 oder 14 irgendwas. Naja, mein Gott. Also echt nicht so teuer. Und es ist wirklich sehr, sehr lustig, weil also die Steuerung... Sollten wir einen Kompass mitnehmen? Ach. Okay. Und los. Boah, schau mal, wie geil der Turm von hier aussieht. Ja, wir sollten aber über die Brücke gehen, glaube ich. Okay. Welche Brücke? Du meinst dieses Erddingsi? Jenes, welches da herum oxidiert? Erde oxidiert nicht. Wetten das doch. Alles oxidiert, alles reagiert mit Sauerstoff. Soll ich jetzt mal den, Oh nein. Ja, ich weiß schon, ich bin still. So. Ich war von uns zwei an der Hochschule. Ach. An der FH, ich bitte dich. Ja. Klein, aber oho. Müssen wir da echt außen rum hüpfen? Ja. Wir haben hier hinten immer noch keinen Ausgang aus der Burg. Das ist richtig. Das ist auch eine der nächsten Sachen, die man machen könnte. Mal die Stelle fürs Tor festlegen und die Außenmauer abstecken. Und dort, Haha! Und dann dort, quasi die ersten Grundstücke. Haha! Ja? Die ersten Grundstücke abstecken. Und dann könnte man auch irgendwann mal damit anfangen, quasi offiziell zu verkünden, dass sich Menschen bewerben könnten um ein Grundstück. Da oben stehen Fackeln. Ja, das ist auch zu Recht so. Dass da Fackeln stehen? Mhm. Du bist ganz schön leise, ich höre dich durch das Gewitter kaum. Hallo? Hallo? Ach, du bist da oben. Ja, ich höre dich, nur bist du in dem Gewitter recht leise. Was? Was? Wo bist du eigentlich? Ich bin oben auf dem Berg und ziel dir zwischen die Augen. Wahrscheinlich dauert es jetzt wieder mal so 2-3 Stunden. Bis wir das wieder hier gefunden haben. Ach so, ist es nicht da, wo die Fackeln stehen? Bin jetzt intuitiv zu den Fackeln gelaufen. Ich sniper mal von hinten rein. Ah, er stößt mich runter, oh Gott. Wie soll das jetzt hier alles wegtanken, oder was? Na hopp. Zwischen die Augen. So, kann ich wenigstens bitte leveln. Wow, Creeper! Ich hab ihn. Ach ja, also, wir müssen da links an dem... Lava-Dingsi? Nur noch halb voll Lava-Dingsi. Ach, das ist das, was du gemeint hast. Hier habe ich das Obsidian gemacht, ne? Ja, anscheinend. In der letzten Aufnahme mache ich die Musik mal ein bisschen lauter, damit die mit dem Gewitter mithalten kann. Okay. Ist auch gut, die Musik so für Kämpfe in der Nacht. Das ist übelste Metal. Ja, ja, das ist Gianna Sisters, der Soundtrack. Der ist halt einfach nur gut. Weißt du, was mies ist, wenn du vorneweg tankst? Du kriegst ganze XP. Ja. Und? Ich sagte, du willst deinen Nachteil anmerken. Creeper! Yay! Wie du dich direkt reingeschmissen hast, da ist er explodiert. Ja, ich habe ja auch Blast Protection Hosen an. Immer noch? Du hast dir doch gerade erst eine neue Hose gemacht. Verdammt! Jetzt, wo du es sagst? Achtung, Creeper! Ja, ja, aber, ne? Ja, ich war sozusagen in Sicherheit. Da kannst du aufsammeln. Juhu! Oh, eine Kuh! Was? Ja, die gibt, glaube ich, gibt die Erfahrung, wenn man die schlachtet. Ich befürchte schon. Wo bist du? Das ist ja echt. Also, da hätten wir auch bei Nacht gehen können. Ja, irgendwie ist das. Ist das Story. Also, im Endeffekt. Die Story des gesamten Minecraft-Let's Plays in einem Wort. Regen. Ja. Dunkelheit bei Nacht. Regen bei Nässe. So in etwa. Kuh.
Wir dürfen die Kühe nicht alle töten. Wir müssen irgendwann mal Kühe auch bei uns noch in die Dings holen. Das ist das, wo uns noch fehlt. Mhm. Ah, da gehst rein. Brauchen dann nicht auch Leder und solche Sachen? Hast du Essen mitgenommen? 13 Kartoffeln und 6 Gut. Mutons. Mutons? Oh, da unten ist ein Loch in der Welt. Ja. Hier waren wir doch schon mal. Ja, that's what I'm talking about. Und seitdem wir hier waren, möchte ich in diese Höhle rein. Achtung, ich war ja schon mal ein bisschen drin. Hm, weißt du was? Ich habe keinen Eimer dabei. Oh, fuck! Arschloch. Was habe ich gesagt? Pass mal auf. Was willst du da unten hin? Wir können auch da am Rand laufen. Ja, ich habe einen Fahrstuhl gebaut quasi. Oh, das endet böse. Nee, eigentlich nicht. Naja. Man müsste hier nur mal irgendwo mal zumachen. Das Wasser quasi. So. Damit das Auffangbecken kleiner ist als die komplette Schlucht. So. Achso, du machst schon. Ja, ich habe hier schon abgegraben. So, jetzt bin ich hier mal gespannt. Ja, Eisen. Das ist vor allem, also ich war noch nicht viel, ich bin nur mal so wegen außenrum, aber vor allem auf dem oberen Weg da, weil ich natürlich nicht so die, ja, ich wollte das halt nicht so beeinflussen, die Natur. Ah ja. Dass ich nicht drauf gekommen bin. Ups, warum werfe ich den jetzt packen? Ich hab's von hier gesehen und es war einfach nur... Ja, ich bin mit meinem Musik-Lauter-Leiser-Shortcut durcheinander gekommen. Alter, das Gewitter geht mir halt voll auf den Zeiger, ne? Hier können wir auch mal... Was? Psst. Wow, ich hab Angst. Wo ist denn der Arsch da drüben? Hast du ihn jetzt abgeschossen? Den Creeper, ja. Ach, das war ein Creeper. Ich hab gedacht, das ist ein Skelett, das auf uns schießt. Also, ich möchte behaupten, dass das, was wir hier machen, ungesund ist. Ja, für dich vielleicht... Ich reiß dich schon mit, keine Sorge. Was los, ich möchte leben. So, jetzt sind wir doch schon unten. Wo ist doch alles stressbefreit? Was machst Angst, du? Ich hab Angst. Ach, da geht's runter. Ist ja cool. Ja, das habe ja ich gemacht. Was erwartest du? Das glaube ich nicht. Was? Warum ist denn hier überall so nass? Das ist, liegt am Wasser, glaube ich. Uah. Ich sehe deinen Kopf mal wieder von innen. Das passiert einfach zu oft. Ja. Achtung, next track. Ich finde es gut, dass du das jetzt hörst. Ja, das ist für alle von uns angenehm. Bis auf dich. Was? Ja. Warum ist denn in dieser verdammten Höhle so dunkel? Ja, weil sie unerforscht ist. Ich weiß es nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass meine Fackeln heute dunkler sind, als sie sein sollten. Alter, da geht's ja auch noch runter. Ich baue mir jetzt hier erstmal ein bisschen Cobblestone ab, damit ich ein bisschen Baumaterial habe. Soll ich dir einen Stack Dreck geben? Ich will lieber Cobblestone. Also, ich guck mich hier mal. Das hat tatsächlich auch einen sinnvollen Grund mit dem Cobblestone, weil wenn was mit Cobblestone gebaut ist, warum hacke ich denn jetzt mit der Axt hier rum? Wenn du das mit Cobblestone gebaut hast, siehst du es halt wirklich im Vergleich zur Erde. Also, dass du da schon was gebaut hast an der Stelle. Verstehen ja, Sie, wie gut, ich meine? Aber in der Höhle ist Erde schon relativ auffällig. Ja, ich weiß nicht. Also, wenn du nach was Ausschau hältst, dann... Wo komme ich hier wieder hoch? Dann finde ich das schon besser. Wo bist du? Ich bin bei dem Wasser hier. Ja, wo, das sind viele Arme jetzt. Da müssen wir uns mal für einen entscheiden, welchen wir zuerst erkunden. Möchte hier, ehrlich gesagt, gerade mal hier einen auf Gaswasser-Scheiße-Installateur machen? Oh, erzählt, bin ich dann nicht sonderlich begabt dafür? Wir sind schon relativ tief, ne? Ja, das kann gut. Ich hab so ein grünes Ding gefunden. Uno Slimo. Emerald. Ah, auch gut. Gut, da weiß ich gar nicht, wie die Begebenheiten sind, ab wo die vorhanden sind, auf welcher Tiefe, etc. Aber ich finde dich eh nie wieder gerade. Wo bist du jetzt runtergeglitten? Oben. Right behind you. Hinter dir, dreh dich um. Warte mal, ich muss hier dieses Loch stopfen, Was? So. Hier, hallo.
Wie kann man sich so schlecht umdrehen? Ich hab mich nicht umdrehen wollen, ich wollte hier das Wasser zugraben. Ja, so. Ja. Und jetzt brauche ich das Eisen. Oh, da oben ist Gold. Es ist so duster hier drin, was ist denn los? Hast du deine Bildschirmhelligkeit runtergedreht? So kommt es mir gerade ein wenig vor, muss ich sagen. Ich muss mal kurz in die Options gucken, vielleicht habe ich hier am Dings ein wenig rumgespielt. Weil wir ja das letzte Mal hatten, dass das eigentlich kaum eine Rolle spielt. Oh, naja, egal. Ich bin auch nicht so der Riesenwassertümpler hier. Ich kann mir auch vorstellen, dass es am Wetter oben liegt. Dass sich das trotzdem auch das hier auf das hier irgendwie auswirkt. Es macht alles überhaupt keinen Sinn. Naja, es ist halt. Natürlich ist es jetzt in dem Sinne nicht die Logik, aber es macht schon Sinn, dass das so auf die globale Helligkeit der Welt Einfluss hat. Wo sitzt denn der? Ich sehe den nicht. Aber ich. Gut. Ach ja, jetzt habe ich ihn auch gesehen, wie er verstorben ist. Also der verzauberte Bogen, der klärt halt in 2 Schüssen, ne? Das ist gut. Oh, da kommt schon der nächste. Hm. Lurchi. Der Lurchi. Verzeiht mir, Herr, aber euer Lurch erscheint mir etwas schlapp. Hä? Kennst du nicht? Helden in Strumpfhosen ist das? Doch, aber nicht jede Szene. Na, das ist aber, also... Pff, raus hier quasi. Weißt du, wie lang das her ist, dass ich das gesehen habe? Zu lang offensichtlich. Ja. Also Helden und Strumpfhosen, das ist Das ist doch das, wo es am Anfang gleich die die wunderbare Szene gibt, wo der Robin Hood heimkehrt und sein Butler dieses Pornomagazin für Blinde liest, oder? Ja, ja, genau. Dann erinnere ich mich schon an den richtigen Film, ja. Ja, da irgendwo sitzt dieser Mafia-mäßig gemachte Typ mit dem Sheriff von Nottingham rum. Und der hat als Haustür hat er so ein Lurch über der Schulter hängen und der ist halt irgendwie, also tot, so wie es aussieht. Das ist halt irgendein billiges Gummiviech, ne? Der ganze Film sprüht ja jetzt nicht vor unbedingt AAA-Hollywood-Effekten. Das ist halt so ein Gummilurch, den er über der Schulter hängen hat. Und der Sheriff schaut sich den an und meint, oh, Sir, euer Lurch erscheint mir etwas schlapp. Und der Mafiosi meint nur, ja, das kann meinem Alter schon mal passieren. Und ja, naja. Ich weiß gar nicht, das ist schon ewig her, dass ich den mal gesehen habe. Aber ich habe das auch damals auch gar nicht gekannt, aber das war wirklich hervorragend. Ja, also es ist, wie gesagt, das ist jetzt schon ein Film, den man sich durchaus mal angucken kann. Ich stehe ja so auf billige B-Movies. So, in welche Richtung bist du gegangen? Nach oben? Ja. Ich habe das mit dem Wasser hier mal versucht, ein bisschen zu klären. Ich bin irgendwie gerade, ich habe so innere Unruhe an Bord. Weil du den ganzen Tag noch nichts geschafft hast. Alter. Also, ihr habt es ja schon gehört, ich habe Urlaub. Und wie ihr aus vielen Anmerkungen vielleicht schon mal gehört habt, hat der Guardian Souls arbeitsmäßig auch ein bisschen was mit mir zu tun. So, und ich saß heute den ganzen Tag an meinem ersten Urlaubstag seit 13 Monaten oder so da und habe mir auf YouTube Uni-Vorlesungen angeguckt. Glaubt so oder nicht, ist mir egal. So. Ja, wow. Nee, ist eine ultra geile Sache, dass man sich sowas angucken kann. Ich habe dafür zeitlang Geld bekommen, denk mal darüber nach. Dass ich mir die angehört habe. Ach so, ja. Das klingt falsch, ist aber richtig tatsächlich, ja. Nee, es ist wahrscheinlich auch nicht richtig. Und verdient ist wahrscheinlich auch der falsche Ausdruck. Bekommen. Aber ich habe Geld bekommen dafür. Was soll denn das mit diesem Wasser heute? Es geht mir ja richtig auf den Arsch. Ich habe schon die erste Verbindung gefunden. Zu was? Zu einer Etage Höhe? Ich weiß es nicht. Wo eierst denn du rum? Wie kann man da so lang brauchen? Ich brauche nicht lange, ich mache hier einfach nur bequeme Wege. Ich bin nicht so... Hier ist schon mal, also kohlemäßig und so hat sich schon, gelohnt und Eisen. Ja, und hier geht's runter. Sieht schlecht aus hier eigentlich. Und hier geht's runter. Ui, da geht's ganz schön tief runter. Geht's da ganz schön tief runter?
Und runter. Alter, wieso ist denn hier so fucking dunkel heute? Böse Wörter. Entschuldigung. Hört weg, liebe Kinder. Was soll denn die verdammte Scheiße? So, jetzt könnt ihr wieder herhören. Wir können das ja alle rauspiepsen. Piep, 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 piep. Das ist auch, Morse, wir piepsen nicht raus, du tust das einfach nur rausschneiden. Und das ist auch der Grund, warum wir manchmal so still sind. Wir haben einfach mehrere Minuten von sich geflucht. Eine durchaus logische Erklärung. Ja. So. Das habe ich wirklich aber bei Rocket League, wenn man da mit Unbekannten spielt und halt irgendwie, man möchte halt gerade den Ball mit seinem Auto wegschießen, was ziemlich absurd klingt, wenn ich mir jetzt so anhöre. Ich weiß nicht. Und wenn man dann halt von seinem eigenen Spieler geblockt wird, weil er halt selber das Tor unbedingt machen will, obwohl er in einem viel schlechteren Winkel ist, dann kann man halt schon mal so ein böses Wort Huch! Oh Gott, wir kommen hier nie wieder raus. Das ist dir hoffentlich bewusst. Oh, da war ein Ende. Ich frage nicht, wie ich aus dieser Ecke komme. Ich bin da oben rein. Okay. Oh, hier wieder so ein ultra lautes Enderstöhnen. Ja. Ja, wo wollen wir denn hingehen in dieser Höhle? Wollen wir jetzt wirklich die ganze Kohle hier rauspöppeln? Weiß nicht, ich habe gerade nichts Besseres zu tun und es gibt Erfahrung. Ja, ich weiß es nicht. Ich würde mal nach unten gucken wollen, weil das Geilste, was natürlich passieren könnte, wäre, wenn wir eine Mine finden. Das wäre so für mich einer der größten Gründe, sich hier wirklich lange aufzuhalten. Ansonsten würde ich auch durchaus einfach Cobblestone mitnehmen, wo sich's anbietet. Ja. Deswegen habe ich unten auch viel rumgehackt, weil wir werden noch viel Cobblestone brauchen. Ich glaube, du weißt, wovon ich rede. Ja. Achso, hier war nicht der steile Abstieg. So, und dann müssen wir mal ein ordentliches Verzauberzimmer bauen und dann installiere ich auch mal eine richtige Mod zum Verzaubern. Uch. Weil es gibt so Mods, da kann man sich dann auch wirklich auswählen, was man auf die Dinger draufkriegt. Cheaten also. Jein, das ist, ich weiß, worauf Alter. Du hinaus willst, aber ganz ehrlich, Ich sehe das Ding nicht dabei, jetzt 50 Spitzhacken zu verzaubern, wenn wir einfach eine mit Silk Touch, mit dieser sanften Berührung brauchen, dann später zum Beispiel. Bist du? Kohle aus dem Berg schlagen. Ja, wo? Da, wo ich gerade auch schon war. Ich habe mich vielleicht 5 Blöcke weit bewegt. Bob. Ja, ich sehe das Ding einfach nicht, irgendwie 100 Spitzhacken zu verzaubern, um dann diese eine richtige zu kriegen, weißt du? Also, Bob. Das sind so die Punkte, wo ich immer sage, ja, aber eigentlich ist es nur Frust. Ja, ich habe, glaube ich, einen ziemlich steilen Abstieg gefunden. So ein Loch senkrecht nach unten? Ja. Sehr gut. Wollen wir da mal hinschauen? Na hopp, wo denn? Ich weiß es selber nicht mehr so genau, weil das ist hier echt ultra verzweigt. Ja. Nein? Nein. Ah, ich glaube da hinten. Entschuldigung. Irgendwo. Oh, hier ist Kohle. Wie viel Kohle habe ich denn? Ich habe schon wieder ziemlich viel Kohle aufgesammelt. Nein. Doch. Ich komme da gerade her aus dem Loch und ich finde es schon immer. Das ist kein gutes Zeichen. Ja, wir hätten uns noch so einen Basteltisch mitnehmen können. Hast du wenigstens Holz dabei? Ja, allerdings jetzt ehrlich gesagt nicht übermäßig viel, ne? Okay. Ja, ich habe Sticks wenigstens. Ja, ich habe... Ich glaube hier... 34 Holz mitgenommen. Ich glaube hier ging es zumindest weiter... Nee, das war auch nicht da, wo ich hin wollte. Aber ist doch hübsch hier. Auch weiter runter. Juhu! Oh! Hallo, Creeper! Lass ihn da mal hochgehen. Spreng dich! Jetzt! Perfekt. So spart man sich das Buddeln. Buddel? Buddel, Buddel! Kohle! Oh, das war... Nee, das ist eine Eisenader hier. Sehr schön, dann machen wir die doch auch mal weg. So, wie gesagt, weil ich denke, wenn wir jetzt hier ein paar Cobblestones großzügig mehr mitnehmen, ist nichts Schlimmes dabei. Nee. Weißt du, was lustig ist? Nein. Du hörst die Musik mit und es war noch gar kein Quackamile.
Tja, tja. So ist das. Das muss ich direkt mal weitermachen. Pflanzen gegen Zombies. Guacamole! Da haben wir es doch schon. Oh nein. Oh Mann, ich habe so einen Kratzen im Hals. Das ist voll eklig. Und vor allen Dingen kratzig. You don't say. Ja, das ist... Captain Obvious is obvious. Ja. Oh, tüdü. Oh, hast du gerade Schaden gekriegt von mir? Bin mir gar nicht mehr sicher. Ich glaube, ich wollte irgendwann mal den Player gegen Player Schaden ausschalten, aber auf der anderen Seite kann ich dich dann nicht mehr verklopfen. Das ist die einzige Freude in deinem Leben. Ja, fast. So. Oh, machen wir hier mal trocken. Wo bist du? Ja, ich hab nur mal... Kuckuck. What? Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Hallo. Da hinten ist nur mehr Kohle und Eisen. Naja, nur, weißt du. Um was geht's denn in diesem Spiel? Minen und Craften. Nicht. Und heute mal eine Minenserie. War ja wirklich diese Namenssache, ne? Ja. Oh. So. Erkennst du den Soundtrack im Hintergrund? Nein. Ist von einem sehr spielenswerten Spiel. Oder wenn man es nicht spielen will, kann man es sich zumindest auf meinem Channel angucken. The Whispered World. Das sagt mir gar nichts. Bestimmt ein Adventure oder Rollenspiel. Das ist ein Adventure, ja. Und ist eines der ersten, das im Endeffekt dann von der wirklich gegründeten Daedalic Crew, also das erste wirkliche Daedalic Spiel in dem Sinne war ja die Arbeit von Poki, ne, die Diplomarbeit. Edna bricht aus. Und The Whispered World ist eins der ersten, was so blöd gesagt für den Verkauf produziert ist. Und das ist ultra cool, wie ich finde. Okay. Geht's um so einen Narren quasi, der so für so einen Wanderzirkus arbeitet. Damit fängt das Ganze an. Und der will das aber nicht mehr sein. Und ist so eine sehr depressive Persönlichkeit, sage ich mal. Juhu. Und der erlebt ziemlich interessante Dinge, sage ich mal. Das ist wirklich sehenswert und ich habe keine Spitzhacke mehr. Hast du noch eine einstecken? Nee, deswegen sage ich habe keine mehr. So, ich baue mal einen Basteltisch hier hin. Okay. Ich mache die Musik ein bisschen. Ich schaue mich jetzt mal um, wo es dahin ging, wo ich eigentlich hin wollte. Na klar. Das kann nicht sein, dass ich mich... So, und für eine Spitzhacke habe ich noch Material. Ah! Wo bist du hin? Wo bist du hin? Ich bin... Au. Ich sehe dich rumhüpfen. Hüpf mal zu mir, sonst vergesse ich es wieder, wo es hingeht. Erzähl mal kurz einen Witz. Bitte. Warum? Weil ich das sage. Okay. Rollen zwei Tomaten einen Berg runter. Oh Mann, das ist ein beschissener Witz jetzt schon. Nee. Ja, bitte weiter. Frag die eine. Bin wieder da. Jetzt fällt mir einer ein. Wie viele Pfannkuchen passen in eine Telefonzelle? Und? Richtig, die Antwort ist grün, denn Joghurt hat keine Gräten. Das ist ultra logisch, muss ich sagen. Aber nicht witzig. Hallo, hier geht's hin. Ja, ich hab hier was getötet. Oh Gott, da komme ich nicht ran. Ja. Ja, so ein Witz, der kann natürlich nur vom Herrn Studitierten kommen an der FH. Ja. Geh mal in die Uni, da lernen sie richtige Witze. Lehren sie. Ach, fuck. Und wo lernt man richtige Wörter? Weiß ja. Nicht. Ich auch nicht. Ja, gut. So viel dazu. Och, jetzt habe ich die Treppe kaputt gemacht. Ich hält. Ach naja, wir finden ja eh nicht mehr zurück. Sowas ähnliches kann natürlich immer mal wieder vorkommen. Ah, neue Treppe, neues Glück. So, und was machen wir jetzt hier unten? Ha. Sah von oben geil aus. Masok fragt, was machen wir jetzt?
Ich meine, wir können mal in alle Richtungen fünf Felder weit hacken oder so. Mal gucken, ob wir was finden. Ja, ich mache hier oben erstmal Eisen. Wenn nicht, machen wir halt wirklich diese Rohstoffsache. Es hat auch noch mehr, Ich höre hier tatsächlich was. Verzweiflung. Ja, außerhalb meines Kopfes. Die Stille des Alleinseins. Ich kann wieder nicht orten, von welcher Seite das Gestöhne kommt. Ich grab mal hier einfach so ein paar Blöcke Eisen, neben dir rein. Eisen gefunden. Ah, ich hab's schon. Warte, ich hol mal das Eisen hier schnell raus. Deine Mutter, was? Oh, meine Mutter kriegt einen neuen DSL-Anschluss, das nervt. Was? Entschuldigung, Mama. Oder kriegt eine neue Küche, das ist ziemlich cool, wenn man noch daheim wohnt, weil dann kannst du besser kochen, also mit besserem Equipment. Ja, das ist schon länger vorbei irgendwie. Ich freue mich eher über meine eigenen neuen Küchen und so. So. Da ist so Zeug da unten. Wasser. Darf ich da mal rein schmeißen? Das ist kein Wasser, das ist ein bisschen zu warm für Wasser. Ohne dich jetzt enttäuschen zu. Oh, ich habe Radstone. Rattenstein? Ja. Mach mal. Mach mal weg. Ja. Jetzt glaube ich schon wieder voll gekackt. Blöden Eier weg. Aber was ich jetzt noch sagen muss, entschuldige Mama. So. Weil meine Mutter tatsächlich ab und zu mal in meine Let's Plays reinguckt. Glaub's oder nicht? Echt? Alter. Ja. Ich glaube, meine Mutter weiß nicht mal, dass es sowas wie Let's Plays gibt. Ja, meine Mama weiß das. Und ich habe meiner Mutter irgendwie mal einen abgelegten Fire TV Stick von mir auch an den Fernseher geklatscht, also bei meinen Eltern. Damit mein Papa sich Tatort angucken kann, wann immer er will. Das kann man inzwischen dank den Sendern wie ZDF Neo, ARD, was weiß ich was, sowieso immer, überall und zu jeder Zeit. Ja, mag sein, aber, also, weiß nicht. Ja, Mediathek, ich weiß, was du meinst. Nee, nicht mal Mediathek, sondern tatsächlich, wow, YouTube und solche Sachen, weil, mein Vater steht auf die uralten Sachen. Und da kann man sich wirklich so die von 1978 und so angucken. Okay. Und ja, auch vorher schon hat sich meine Mutter immer mal so mal ein Video angeguckt von mir, weil meine kleine Schwester auch die Let's Plays von mir ab und zu mal guckt und ja, keine Ahnung. Familie, also sind die Hälfte von deinen Abonnenten deine Familie? Ja, genau, meine Familie ist 250 Mitglieder groß. Warum liegt hier ein Ei, wenn ich fragen darf? Eigentlich zwei? Weil ich ein Ei gedroppt habe. Das tut mir jetzt sehr leid für dich. Was ist das linke oder rechte? Es waren beide, es liegen zwei Eier darum. Ach du Scheiße. Das ist natürlich sehr unangenehm. Ich möchte nicht weiter darüber sprechen, noch Fragen. Gut. Ja. Man kann nichts mehr dazu anmerken. Hochwertige Unterhaltung gibt's woanders, Leute. Ich habe hier auch Redstone gefunden, das ist schon mal nice. Von Knarkadra, Musik machen andere, das T-Shirt. Von Knarkadra. Oder war es von Experimentary Grindfuckers? Grindfucker kenne ich überhaupt keine T-Shirts. Muss ich sagen. Ich kenne nur noch T-Shirt von Ultrawurst. Da steht nur drauf, die Leute von Ultrawurst sind zu schlecht, ein richtiges T-Shirt zu machen. Gute Güte. Ich bohre mich hier gerade übrigens völlig sinnbefreit in die Wand. Ja, ich grab wenigstens um die Lava außen rum und habe dieses blaue Dingenszeug gefunden. Oh. Ja, Leute, wenn ihr die Experimentary Grindfuckers nicht kennt, dann Ja, dann wird er eindeutig die Fall. Allgemein, wenn ihr kein Grindcore hört, habt ihr viel Stuhlgang in eurem Leben verpasst. Das ist richtig. Ich hätte es nicht besser sagen können. Es klingt falsch, trifft's aber ziemlich gut. Ja. Das ist so Musik, die muss man nicht hören, aber kennen. Muss auch nicht mögen, aber ab und zu mal hören. Ja. Um Himmels Willen. Und wenn ihr jetzt nichts von all dem verstanden habt, seid ihr eindeutig zu jung. Ja.